Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Linux, verschlüsselte Containerdatei, Passwörter verwalten. Mit Root-Rechten ist es möglich, bis zu 7 zusätzliche Passwörter für das Öffnen eines Containers festzulegen oder einzelne Passwörter wieder zu löschen. Für das Hinzufügen eines Passwortes zu der verschlüsselten Image-Datei geheim.lux im aktuellen Verzeichnis ist, diese zuerst einzuhängen, beispielsweise als Loop-Device. Dieser Schritt entfällt für Partitionen. Als erstes nächstes freies Loop-Device herausfinden mittels sudo lo setup-f, das ist hier schrägstrich dev schrägstrich loop 2. Dann einhängen mittels sudo lo setup schrägstrich dev schrägstrich loop 2 und dann kommt die verschlüsselte Image-Datei geheim.lux enter. Das Hinzufügen eines Passwortes und damit eines neuen Keyslots erfolgt mit folgendem Kommando, wobei als Device beispielsweise /dev/loop2 für die eingebundene Image-Datei oder /dev/sdax für eine Festplattenpartition anzugeben ist. Das Keyfile am Ende ist optional. Man gibt ein sudo, dann crypt setup lux add key, dann schrägstrich dev schrägstrich loop 2 und enter. Dann Passwort eingeben und dann das zusätzliche Passwort. So, und jetzt das zusätzliche. Okay, als Slot ist die Nummer des Keyslots anzugeben beim Löschen. Eine Zahl von 0 bis 7. Es ist also nötig, sich zu merken, welches Passwort auf welchen Keyslot gelegt wurde. Eine Übersicht, welche Keyslots belegt und welche noch frei sind, liefert der Befehl sudo crypt setup lux dump schrägstrich dev schrägstrich loop 2. 0 ist belegt und 1. Ein Keyslot und das dazugehörige Passwort können mit folgendem Kommando wieder entfernt werden. sudo crypt setup lux kill slot schrägstrich dev schrägstrich loop 2 und dann der Slot. Das ist hier 1. Enter. Und mit dem Befehl sudo Leerzeichen lo setup minus d schrägstrich dev schrägstrich loop 2 kann das Loop Device wieder von der Image-Datei getrennt werden. Enter. Das war User Power for Open Screencast. Ciao und viel Glück.